Der Frau Merkel, ja, genau, ganz nach oben, ganz nach oben, 1000 Likes. Ja, Philipp. Nee, 1000 Likes, ja, ganz nach oben. Hey, ja, Philipp. Gesamtes Gesundheitssystem. Ja, Martin, was ist denn? Philipp, ich kann gerade nicht, ja. Ja, Entschuldigung, ich rufe wieder zurück. Martin, was ist denn? Philipp, wir haben schon so viele Anfragen zum, schon so viele Anfragen zum Thema Narkose und Atemwegssicherung. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Sollen wir da nicht irgendwas machen? Sag denen jetzt 1-2-2. 1-2-2, Martin. 1-2-2. Ach, Philipp, das macht doch keinen Sinn. Philipp, jetzt konzentrier dich mal. Okay, was willst du jetzt? Also, ich würde vorschlagen, Philipp, wir machen jetzt eine Serie zum Thema Atemwegssicherung. Wir machen eine Serie zum Thema Narkose. Und wir fangen jetzt an und du musst jetzt mal aufhören damit. Was sagst du dazu? Hä? Einverstanden. 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 Das ist gut. Wir müssen Philipp. Am Boden bleiben. Philipp, was mich interessieren würde, ist, was brauchst du, wenn du Notfallnarkose machst? Fangen wir doch einfach mal mit den Medikamenten an. Ja? Es gibt natürlich ein Riesenthema. Mhm. Wie lagert man die Patienten? Wie oxygeniert man die? Wie beatmet man die später? Und so weiter und so fort. Ein Riesenblock. Dazu machen wir weitere Themen. Dafür machen wir einen Haufen Videos du schreibst ja schon fleißig. Das kriegen wir hin. Jetzt kommt das Thema Notfallnarkose. Welche Medikamente, Philipp, brauchen wir überhaupt? Ja, auf jeden Fall brauchen wir drei Narkose-Medikamentenklassen. Und zwar brauchen wir einmal die Hypnotika, also die Medikamente, die den Patienten schlafen legen. Mhm. Dann brauchen wir die Analgetika, also die den Schmerz wegnehmen. Mhm. Und dann brauchen wir Muskelrelaxanz, damit der Muskeltonus eben nachlässt. Okay, also drei Stoffklassen quasi. Drei Stoffklassen, genau. Philipp, das ist jetzt natürlich sehr akademisch, was du da gerade erzählst, weil du wirst jetzt nicht sagen, geben Sie mir ein Hypnotikum, sondern welche Medikamente nimmst denn du so? Sagen wir haben jetzt einen Standardpatienten draußen im Notarztdienst oder in der Notaufnahme, der ist so nicht nüchtern, der braucht jetzt Intubation aus Grund X. Mhm. Ist es nicht super mega instabil, aber so ganz gesund ist er nicht. Was ist da dein, hast du ein Kochrezept? Da hast du vollkommen recht. Das ist ja schwierig, weil ganz viele Leute haben ja ganz viele verschiedene Kochrezepte und gerade die Anästhesie ist da ja sehr erfahren mit vielen Stoffen. Aber wir nicht jeden Tag 20 Narkosen machen, brauchen ein Kochrezept, was für uns gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das willst du ja auch jetzt wissen. Ja, genau, oder? Das würde mich interessieren. Okay, dann sage ich dir einfach mal, was so mein Herangehensweise ist. Das ist Ketamin, Midazolam und Rocuronium bzw. Succinylcholin, wenn man kein Rocuronium hat. Okay, und Ketamin ist jetzt dein Hypnotikum und Analgetikum, also Schlafen und Schmerz. Genau, ja. Du bist ja genauso ein Experte wie ich. Also total, Ketamin ist ja ein Hypnotikum und ein Analgetikum gleichzeitig. Damit macht man ja eine dissoziative Anästhesie. Also der Patient wird quasi, oder das Gehirn wird abgeschirmt von den äußeren Reizen. Mhm. Und deswegen ist es so perfekt geeignet. Ja. Vor allen Dingen ist aber ein Narkosemedikament, was sehr kreislaufstabilisierend wirkt, weil es endogene Katecholaminausschüttung macht, also quasi das Katecholamin gleich mit auf den Weg schickt und das ist halt sehr galant. Mhm. Was man eben sagen muss, ist, dass das Ketamin Bad Dreams machen kann, also so wie LSD-Trips oder? Genau, ungefähr so. Die können cool sein, können aber auch nicht so cool sein. Und wahrscheinlich eher nicht, wenn man in einem Blaulicht-Setting ist. Ja. Außer man ist ein bisschen komisch, genau. Das ist eher so ein Problem bei der Analgesie mit Ketamin. Okay. In der Vollnarkose eher nicht so sehr. Trotzdem sagt man eigentlich, man gibt Benzodiazepin dazu, deswegen das Midazolam. Okay. Und was wir natürlich auch wollen, ist, dass der Patient möglichst optimale Intubationsbedingungen bietet. Mhm. Und neben der Lagerung und allem ist eben der Muskeltonus da ganz wichtig, dass man den ausschaltet. Und dafür ist Rocuronium in einer RSI-Dosierung oder Succinylcholin eben wichtig. Okay. Konkret, nächste Frage, wie viel? Okay. Fangen wir mal an mit dem Ketamin. Ketamin, also nicht das Racemat, sondern das Ketamin. Davon braucht man 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei so einem 80-Kilo-Patienten wie mir 160 Milligramm. Mhm. Racemat heißt jetzt, damit meinst du das Ketanest oder das Esketamin? Genau, Ketamin oder Esketamin. Ketanest oder Esketamin. Genau. Davon braucht man genau die Hälfte, also bei einem 80-Kilo-Patienten 1 Milligramm pro Kilogramm, 80 Milligramm. Okay. Dann das Midazolam. Ich habe gerade schon gesagt, bei der Vollnarkose ist der Stellenwert von Midazolam so ein bisschen fraglich. Trotzdem, wenn man es gibt, kann man so grob sagen 5 Milligramm. Die genaue Dosierung wäre 0,05 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, beim 80 Kilo wäre das dann eigentlich 4 Milligramm oder ungefähr? Ja,
Ja, genau, ja. 4 Milligramm. Ja. Okay. 5 Milligramm passt eigentlich immer ganz gut. Mhm. Und Succinylcholin, da ist es ganz wichtig, dass man eben dran denkt, RSI-Einleitung, also möglichst schnell optimale Intubationsbedingungen. Mhm. Das heißt, da nehmen wir die 1,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also richtiger Monsterdosis, ne? Eine Monsterdosis. Höher als man es jetzt bei der normalen geplanten Narkose vom Nüchternen machen würde. Genau, wo es die Hälfte ist, einfach damit die Anschlagszeit sich verkürzt. Und beim Succinylcholin sagt man so 1 bis 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ganz gut. Die Dosen überschneiden sich ganz schön. Da braucht man sich nicht so viel merken. Okay. Das heißt, wir haben uns jetzt schon überlegt, wie man 80 Kilo Patienten einhält. Ich finde, in manchen Situationen muss es noch schneller gehen. In manchen Situationen, da ist es 4 Uhr in der Früh, der Piepser geht, du bist noch gar nicht wach und im NEF, da steht dort, dass an der Bundesstraße, die 300 Meter vor der Wache ist, ein schwerer Verkehrsunfall ist, du bist dort und du musst jetzt Narkose machen. Und du bist noch gar nicht wach und steigst aus dem Auto raus. Genau. Was, Philipp, was machst du dann? Genau. Gibt's da ein brutales Kochrezept? Ja, wer mich aus der Notaufnahme kennt im Nachtdienst, der weiß, dass ich auch manchmal dazu tendiere, dann etwas verwirrt zu sein. Und dann halte ich mich an leichte Standardrezepte. Und das willst du, glaube ich, jetzt gerade von mir hören. 1-2-2, sage ich dann nur. Das ist so mein Standard-Kochrezept. Okay. Und ich erkläre es ganz kurz. Das ist eine Ampulle Midazolam. Da muss man aufpassen, welche Ampulle man nimmt. Aber ich rede von der 5 Milligramm Ampulle. Glaube ich, ist so die Standarddosierung. Aber immer bei euch zu Hause bitte nachschauen, was habt ihr da. Es gibt nämlich bei Midazolam gerade viele verschiedene Dosierungen. Mhm. Also eine Ampulle 5 Milligramm Midazolam. Zwei Ampullen Ketamin. Die haben bei uns 100 Milligramm. Also pro Ampulle? Pro Ampulle. Das heißt, ich habe dann 200 Milligramm Ketamin. Übrigens ist es beim Ketanest praktischerweise genauso, denn dann sind in einer Ampulle 50 Milligramm, also passt es wieder. Und zwei Ampullen Rocuronium, darin sind jeweils 50 Milligramm, macht 100 Milligramm insgesamt, womit man den Erwachsenen gut narkotisieren kann. Leider passt es beim Succinylcholin nicht so gut, weil da gibt es im Rettungsdienst gerade oft das Trockensubstrat mit 500 Milligramm. Das heißt, da bitte aufpassen, aber sonst 1-2-2 Notfallnarkose, eine Ampulle Midazolam A 5 Milligramm, zwei Ampullen Ketamin A 200 Milligramm und zwei Ampullen Rocuronium A 100 Milligramm und damit A 50 Milligramm insgesamt 100 Milligramm. Ah, genau, danke schön. Und damit kriegt man eigentlich jeden Erwachsenen optimal narkotisiert und dann auch intubiert. Das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt, hast du dir das einfach so ausgedacht, Philipp, oder worauf basierst du da jetzt deine Empfehlungen? Ja, da wir beide keine Experten sind, wir sind keine Anästhesisten, müssen wir eben schauen, wie kriegen wir unsere Daten her. Und da gibt es das die S1-Leitlinie präoptale Notfallnarkose von Bernhard et al. Und da stehen ganz viele tolle Kochrezepte drin, die man hervorragend nehmen kann. Wie schon gesagt, ich finde immer, man muss mit dem arbeiten, was man gut kennt. Und deswegen habe ich euch jetzt so mein Kochrezept mal vorgestellt, die 1-2-2 Notfallnarkose. Und wenn man Zeit hat zum Nachdenken, zum Rechnen, kann man es noch differenzierter ausrechnen. Aber eine Sache will ich auch noch ganz kurz sagen, und zwar ist das nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich ist es so, dass Patienten oft kreislaufdepressiv werden, wenn wir sie in Narkose versetzen. Das weißt du ja selber so gut wie ich. Auch trotz Ketamin, muss man sagen. Trotz Ketamin hilft alles nichts. Die gehen mit dem Druck runter und deswegen braucht man zwei weitere Medikamente. Das ist das Volumen, was wir einfach im Schuss reinlaufen lassen, weil die meisten Patienten präoperativ oder vor der Narkose dann doch Volumenbedarf haben. Oder davon profitieren zumindest von so 500 Milliliter Volumenbolus. Genau. Davon profitieren die häufig. Genau. Und dann braucht man noch einen Push-Dose-Presser oder irgendeinen Vasokonstriktor, den man schnell aus der Hand geben kann, falls der Druck eben doch kurz abrauscht. Push-Dose-Presser, Philipp, ist jetzt schon wieder so abgefahrene Formulierung. Hast du recht. Da werden wir was zu machen. Da werden wir was machen. Das bedeutet Katecholamine aus der Hand. Kurz gesagt, man kann Adrenalin 0,01 Milligramm pro Milliliter aufziehen. Wir machen das Push-Dose-Presser-Thema sowieso nochmal. Unbedingt. Sehr gut geeignet ist auch Acrinor. Es ist nämlich sehr schnell aufzuziehen. Da hat man 2 Milliliter, zack. Davon kann man 1 Milliliter mal schnell aus der Hand geben. Es eignet sich auch sehr gut. Oder Noradrenalin aus der Hand. Auch, genau. Aber wie gesagt, dazu kommt jetzt noch ein Video. Ich fasse kurz zusammen, Philipp. Narkose heißt, wir brauchen was, dass der Patient schläft, dass der Patient keine Schmerzen hat, dass er relaxiert ist, optimale Intubationsbedingungen bietet. Ein mögliches Kochrezept oder eins, das für eine große Bandbreite im Patienten passt, ist eine Mischung aus Ketamin, Rocuronium und bisschen Midazolam. Und
Die Dosierungen haben wir vorher schon erwähnt und werden wir auch in den Shownotes nochmal erwähnen. Und die Ultra-Worst-Case-Narkose in der Sekunde, wo man einfach nicht die mentale Bandbreite hat, da jetzt differenzierte Dosierungen auszurechnen, wäre zum Beispiel 5 Milligramm Midazolam ist gleich eine Ampulle, 200 Milligramm Ketamin ist gleich 2 Ampullen und 100 Milligramm Rocuronium ist gleich wiederum 2 Ampullen Rocuronium oder ungefähr 100 Milligramm Succinylcholin passt auch, wobei das von der Ampullengröße dann nicht passt. Also die 1-2-2 Narkose. Immer wenn man Narkose macht, auch wenn es furchtbar stressig ist, darf man nicht vergessen, man sollte daran denken, dass der Patient gut laufende Zugänge hat und darüber Volumenbolus kriegt, und zwar relativ früh. Zwei Zugänge, genau. Genau. Zwei sichere Zugänge, ja. Ob die dann intravenös oder introserisch ist, das andere. Und das zweite ist, dass man ein Katecholamin bereit liegen haben sollte oder beim instabilen Patienten vielleicht schon laufen haben sollte. Alle Themen rundherum, also von der Lagerung bis zur Präoxygenierung, bis zur Beatmung danach, bis zur optimalen Wahl, welches Laryngoskop wählt man, welchen Tubus wählt man und so weiter und so fort. Darüber gibt es noch einen Haufen Videos, wenn du wieder Zeit hast. Ich würde sagen, das war's von uns. Philipp, du kannst zurück zu deiner Arbeit. Ein letztes Wort noch. Oder? Ketamin beim kardialen Patienten ist umstritten. Okay. Dazu haben viele verschiedene Meinungen. Viele spricht dafür, dass man es trotzdem nehmen kann bei dem wirklich schlechten kardialen Patienten, aber durch den endogenen Katecholamin-Ausstoß kann es eben auch die myokardiale Sauerstofflast erhöhen. Deswegen haben wir auf unseren Shownotes noch für solche Patienten auch ein Kochrezept verpackt. Aber jetzt ist auch gut, Philipp. Es reicht. Zurück an die Arbeit. Frau Merkel, da bin ich wieder. Ja, ich weiß. Das ist immer dasselbe mit dem. Teilen und liken. Tschüss. Ciao.